Moin moin zusammen, willkommen zu dem dritten Video der Reihe Porphyrie und Ernährung. Heute geht es um die Proteine. Zunächst möchte ich euch vorstellen, was Proteine überhaupt sind. Ich werde mich dann mit den Ernährungsempfehlungen befassen. Ich komme anschließend zum Thema Proteine und Muskelaufbau, gehe später dann auf den Proteinstoffwechsel ein und beende das Kapitel heute mit dem Thema biologische Wertigkeit und Proteinquellen. Die Reihenfolge habe ich bewusst so gewählt. Ich denke aber, im Laufe der Präsentation wird es um einiges klarer, warum das heute mal so ist. Zunächst einmal Proteine. Sie können auch ganz einfach als Eiweiße bezeichnet werden. Sie sind der dritte Makronährstoff nach Kohlenhydraten und Fett. Und sie können auch als Energielieferant eingesetzt werden. Primär aber sind Proteine Baustoffe des Körpers und werden insbesondere für den Muskelaufbau eingesetzt. Ein Protein besteht aus Aminosäuren und einige dieser Aminosäuren sind essentiell. Das bedeutet, man muss diese Aminosäuren dem Körper zuführen und der Körper kann sie nicht selbst herstellen. Während jetzt der Körper für den Aufbau vor allem von Muskeln, auch von anderen Dingen, insgesamt etwa 20 Aminosäuren braucht, werden einige Aminosäuren eben, wie gesagt, als essentiell angegeben. Ich war persönlich immer der Meinung, dass das 7 oder 8 seien. Ich habe allerdings auch gefunden, dass 9 Aminosäuren als essentiell gelten. Hin und wieder ist davon die Rede, dass einige Aminosäuren zwar vom Körper prinzipiell hergestellt werden können, allerdings unter gewissen Umständen nicht im ausreichenden Maße, weshalb sie dann auch zu den essentiellen dazu gezählt werden können. Proteine werden teilweise schnell und teilweise langsam vom Körper aufgenommen. In Milchprodukten stecken sowohl als auch sozusagen. Das ist zum Beispiel einmal das Molkenprotein, das wird vom Körper schnell verstoffwechselt. Ein anderes Beispiel jetzt für langsam aufgenommene Proteine ist das Casein. Die Ernährungsempfehlungen besagen Folgendes. Beim gesunden Menschen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass pro Tag und pro Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Protein aufgenommen wird. In absoluten Zahlen, die ebenfalls auf der Webseite zu finden sind, bedeutet das, dass Frauen 48 Gramm Protein pro Tag aufnehmen und Männer 57. Das gilt jetzt bei den Menschen im Alter zwischen 19 und 50 Jahren. Für alle anderen gelten abweichende Werte. Eine englischsprachige Quelle empfiehlt als Dietary Reference Intake, also als Referenzwert der Ernährung, ja, das Dietary Intake, der Nahrungszufuhr quasi, dass sich 10-35% der aufgenommenen Energie aus Proteinen zusammensetzen. Ich habe ja bereits gesagt, Protein kann auch ein Energieträger sein, hat einen gewissen Kalorienwert und von den Gesamtkalorien am Tag sollen 10-35% durch Proteine kommen. Zur Porphyrie habe ich jetzt zwei verschiedene Empfehlungen gefunden. Die eine besagt, die ich auch in Chemnitz im Referenzzentrum bekommen habe, dass man bei 50 Gramm Fett und 400 Gramm Kohlenhydraten am Tag auch 120 Gramm Protein zu sich nehmen soll. Dazu soll man auch viel trinken, weil ansonsten Nierenprobleme auftreten könnten, dazu später mehr. Eine andere Empfehlung, die ich wiederum im amerikanischen Raum gefunden habe, was allerdings nicht die gleiche Quelle ist wie die, die ich eben erwähnt habe, ist, ich zitiere jetzt mal, The protein intake
should follow the RDA. Also sprich, gemäß RDA. Das RDA kenne ich als Recommended Daily Allowance. Und zwar eigentlich eher aus dem Bereich der Giftstoffe, zum Beispiel bei Pestiziden. Und ja, das ist eigentlich eher, was am Tag erlaubt ist. Und genauer spezifiziert wird das in dieser Quelle aber auch. Und zwar wird gesagt, dass dieses RDA besagt, dass 10-15% der zugeführten Energie am Tag aus Proteinen kommen soll. Was ja jetzt etwas abweichend ist, etwas niedriger. Ich habe diese beiden Empfehlungen zur Porphyrie auch einmal umgerechnet und einfach in der Tabelle als Quelle 1 und Quelle 2 bezeichnet. Was ist, steht ja noch einmal drunter. Und zwar ist es jetzt so, wenn man mal genauer betrachtet, dann beziehen sich die 120 Gramm Protein pro Tag auf eine Ernährung, die insgesamt 2600 Kilokalorien umfasst. Wie ich bereits sagte, ist es bei Porphyrie wichtig, seinen Energiebedarf zu decken, und es ist durchaus möglich, dass als Porphyrie-Patient ein höherer Energiebedarf besteht. Ich habe das jetzt aber einfach mal umgerechnet für eine tägliche Aufnahme von 2000 Kilokalorien, und ebenfalls habe ich aber diese 10-15% dann auch mal in absolute Zahlen, in Gramm Protein also umgerechnet. Und es ergibt sich daraus, laut der ersten Empfehlung würde man bei 2000 Kilokalorien 92 Gramm Protein am Tag zu sich nehmen. Das wären dann 19% der gesamten Energiezufuhr am Tag. Und damit liegt man dann nochmal viel höher als der maximale Wert der zweiten Empfehlung. Und das wäre in Gramm ausgedrückt, nämlich 49 bis 73 Gramm Protein am Tag. Ich würde sagen, dass es sich also hier um zwei recht unterschiedliche Empfehlungen handelt. Man kann sich natürlich fragen, woher das kommt. Das habe ich auch getan. Ich habe dazu keine Erklärung, ich habe aber eine Theorie, die ich euch gerne vorstellen würde. Zum einen ist es so, dass Proteine für den Muskelaufbau und den Muskelerhalt eine große Rolle spielen. Es ist jetzt quasi so, wenn man als Porphyriepatient einen Schub erleidet und dann mehrere Tage ans Bett gefesselt ist, manchmal auch sogar Wochen oder noch länger, und sich kaum bewegt oder auch kaum bewegen kann durch die Lähmungserscheinungen, die halt eben auch durchaus auftreten können, dann ist es wichtig, so viel Muskeln wie möglich zu erhalten, beziehungsweise mit der Bewegung, die man machen kann, gegebenenfalls auch wieder Muskeln aufzubauen oder auch in einer Rehabilitation erstmal Muskeln wieder aufzubauen. Ein erhöhter Proteinbedarf besteht dann eben bei Wachstumsphasen, und das ist halt eben nicht nur das Längenwachstum, was Kinder und Jugendliche haben, sondern auch das Muskelwachstum. Und ein erhöhter Bedarf besteht ebenfalls bei einem höheren Trainingspensum, also bei häufigem Training oder bei langem Training. Wieder das Beispiel Rehabilitation. Ich persönlich hatte da bis zu 7 sportliche Einheiten am Tag, also Laufbahntraining, Ganggruppe, Physiotherapie einzeln, sowas alles, Schwimmen, und also bis zu 2,5 Stunden, dann ist der Proteinbedarf auch erhöht. Sportlern wird jetzt empfohlen, die zum Beispiel viel Gewicht stemmen und dann aber eben nicht 2,5 Stunden am Tag, aber die eben anderweitig einen erhöhten Proteinbedarf haben, dass sie ca. 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein aufnehmen, anstelle der 0,8, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, oder dass sie 30% der Energiezufuhr aus Protein beziehen. Jetzt sollte man sich aber eben auch anschauen, wie Protein im Körper verstoffwechselt wird. Es ist generell so, dass das meiste Eiweiß in der Leber verstoffwechselt wird,
in seine Aminosäuren zerlegt wird. Und insbesondere möchte ich darauf eingehen, dass überschüssige Aminosäuren, die nicht für den Aufbau im Körper benötigt werden, zu Energie umgewandelt werden, also als Energielieferant dienen. Und dazu wird zunächst einmal die Aminogruppe, also eine funktionelle Gruppe der Aminosäure, abgespalten und so entsteht erst einmal Ammoniak. Die chemische Formel dazu als NH3 ist vielleicht auch manchen eher bekannt. Dieses Ammoniak ist natürlich jetzt ziemlich giftig. Und weil das ziemlich giftig ist, muss es, wenn es nicht schon in der Leber da ist, möglichst schnell in die Leber transportiert werden und umgewandelt werden in Harnstoff. Der Harnstoff, der wird dann später über die Nieren abgegeben und dazu auch eben viel trinken, wenn man viel Protein zuführt. Es kann jetzt allerdings sein, bei Menschen mit eingeschränkter Leberfunktion, dass eine erhöhte Proteinzufuhr zu Problemen führt, zu gesundheitlichen Beschwerden, zu Unwohlsein. Ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung nicht bestätigen. Ich nehme eher viel Protein zu mir und habe keine Beschwerden. Vielleicht bin ich allerdings auch einfach nur ein Glückspilz. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Leberbeschwerden, die bei Porphyrie vorliegen, auch hierauf einen Einfluss haben. Meine persönliche Empfehlung, generell, insbesondere aber auch natürlich an alle, die von Porphyrie betroffen sind, ist, auf die biologische Wertigkeit zu achten. Und dazu ist natürlich erst einmal wichtig zu verstehen, was diese biologische Wertigkeit überhaupt aussagt. Die biologische Wertigkeit, die wird in absoluten Zahlen angegeben, die häufig kleiner sind als 100, aber auch 100 übersteigen können. Und sie besagt, dass 100 Gramm aufgenommenes Eiweiß durch Fleisch zum Beispiel in x Gramm, hier wird dann die Zahl eingesetzt, körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden können. Üblicherweise sind die Eiweiße, die man dem Körper zuführt, relativ fremd von denen, die der Körper aufbaut, sodass der Wert häufig kleiner ist als 100. Es ist aber auch möglich, da der Körper, wie gesagt, einige Aminosäuren selber herstellt, dass die 100 überstiegen werden. Und das ist immer abhängig dann vom Aminosäurenprofil. Das bedeutet, es ist abhängig von den Aminosäuren und der Menge der Aminosäuren, die man dem Körper zuführt. Ich mache das ganz gerne am Fassmodell deutlich. Man kann sich das so vorstellen. Man hat ein Fass. Das ist die Menge an körpereigenem Protein und dieses Fass, das hat halt diese langen Latten. Und diese langen Latten sind die einzelnen Aminosäuren in der Menge, die der Körper braucht, um daraus dann eben eine gewisse Menge eigenes Protein herzustellen. Wenn jetzt eine essentielle Aminosäure in dem Maße vorhanden ist, dass quasi sie im Verhältnis zu den anderen geringer vorliegt, in geringerer Menge, dann kann das Fass auch nur bis zu diesem Balkenende sozusagen gefüllt werden. Und die Aminosäure, die im Verhältnis zu den anderen am geringsten vorliegt, bestimmt dann auch, wie viel körpereigenes Protein hergestellt wird. Generell kann gesagt werden, dass tierisches Eiweiß vom Menschen besser verwertet werden kann, weil das tierische Eiweiß dem menschlichen sehr ähnlich ist. Allerdings kann die biologische Wertigkeit auch durch Mischen erhöht werden und da müssen nicht unbedingt Produkte mit hohem Proteinanteil gemischt werden. Es können auch manchmal Produkte ergänzend sehr wirksam sein, die zwar generell einen eher niedrigen Proteinanteil besitzen, allerdings sehr wertvolle Aminosäuren, die dann andere Proteinquellen mit hohem Proteinanteil doch weniger besitzen. Als Beispiel habe ich hier mal ein paar Tabellen vorbereitet. In dieser ersten Tabelle sind meiner Meinung nach recht gute Proteinquellen zu finden, die so für sich alleine viel Protein in einer hohen Wertigkeit abgeben.
ganz oben. Das muss jeder selber entscheiden, ob das ein Fass für ihn ist oder nicht. Habe ich das Molkenprotein stehen. Das ist dann eben als Molkenproteinpulver verfügbar. Und ja, es hat halt eben einen sehr hohen Proteinanteil, keine 100%, denn es ist ja nicht möglich, nur reines Protein ohne, ja, ohne Restfeuchte, also ohne restlichen Wasseranteil, ohne restlichen Anteil anderer Nährstoffe komplett zu isolieren. Aber es ist ziemlich gut möglich, je nach Verfahren bis zu 95%. Und das Molkenprotein hat alleine schon eine biologische Wertigkeit, die über 100 liegt. Ja, ansonsten liegt das Ei so nahe am menschlichen Eiweiß, dass man gerundet sagen kann, dass das Ei 1:1 umgesetzt wird in körpereigenes Eiweiß. Es ist jedoch so, dass diese biologische Wertigkeit zwar sehr, sehr gut ist, allerdings beinhaltet das Ei als solches keine so großen Mengen an Protein. Man sieht auch ziemlich deutlich im Vergleich zum Proteinpulver, beinhalten andere Lebensmittel eher wenig Protein. Es ist allerdings auch so, dass man ja so hohe Mengen wie jetzt in diesem Molkenproteinpulver in natürlichen Lebensmitteln nicht findet. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Proteinanteil von mehr als 20%, sprich von mehr als 20 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel, schon hoch sind. Da sticht jetzt natürlich auch nochmal der Magerquark raus mit 13% Protein. Allerdings ist es hier auch wieder so, dass Magerquark ein recht feuchtes Lebensmittel ist, mit recht viel Wassergehalt. Und ja, der Anteil an anderen Nährstoffen ist im Magerquark dann wieder so gering, dass man quasi, um die gleiche Kalorienmenge zu erhalten, einfach mehr davon essen kann und dementsprechend mehr Protein aufnimmt. Wie gesagt, alles Empfehlungen für die Leute, die auf einen hohen Proteinanteil achten. Ja, nochmal kurz gesagt, das Soja, das ist hier extra erwähnt, zwar ist Soja auch eine Bohne, aber durch die gute biologische Wertigkeit habe ich nochmal extra aufgeführt. Ja, jetzt geht es aber natürlich eben auch darum, einfach die biologische Wertigkeit zu erhöhen und nicht unbedingt nur das Protein. Und dazu dann folgende Tabelle. Die beste biologische Wertigkeit mit natürlichen Produkten erreicht man, indem man Ei und Kartoffeln mischt, etwa im Gewichtsanteil von 1/3 und 2/3. Und generell sind Mischungen mit Ei immer mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit verbunden. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendjemand ganz genau die Grammanzahlen abwiegen muss, aber wer das so ungefähr einhält, der erhält auch sehr gute biologische Wertigkeiten. Man sieht auch, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel direkt beim Frühstück schon ordentlich eine gute biologische Wertigkeit zu erzielen mit zum Beispiel einem Weizenbrötchen und einem Glas Milch oder ja, Frühstücksflocken mit Milch. Aber natürlich geht das Ganze auch vegan bei Bohnen und Mais zusammen. Etwa im Verhältnis 1:1 erreicht man auch schon über 100 oder 100, je nachdem, wie genau man das macht. Tja, und das war's dann jetzt erstmal von meiner Seite zum theoretischen Teil. Jetzt nehme ich euch mit in die Küche und wir schauen mal, was ich da so alles finden kann. Ja, ich gebe zu, bei mir sieht es gerade ein bisschen mager aus, was Proteinquellen angeht. Fangen wir mal hier hinten an. Das ist dann mehr so die rein pflanzliche Ecke. Ich habe hier ein paar Bohnen, ein paar Kichererbsen sind noch da. Das hier, das ist Quinoa. Das ist jetzt eigentlich keine besonders tolle Proteinquelle, aber von den kohlenhydratreichen Beilagen, zum Beispiel im Vergleich zu Nudeln oder im Vergleich zu Reis, hat es immer noch ein bisschen mehr Protein. Ist sozusagen so eine Art zusätzliches Benefit. Gibt es auch in Rot. Ich habe jetzt gerade das Weiße hier. Hier hinten habe ich Joghurt und Magerquark. Ein Ei liegt hier noch. Ja, und dann habe ich bei mir noch sowas gefunden. Das ist
quasi ein extra angereichertes Produkt mit Protein. Ja, also ich mag die ganz gerne. Das ist Geschmackssache. Das muss jeder selber entscheiden. Genauso natürlich wie die komplett funktionalen Lebensmittel, so reine Proteinriegel oder sogar Pulver. Üblicherweise würdet ihr hier bei mir jetzt nochmal sowas wie Harzer Käse finden oder Tofu oder körnigen Frischkäse. Manche kennen das auch als Hüttenkäse. Habe ich jetzt halt leider gerade nicht da. Und ja, jede Variation von Fleisch und Fisch müsst ihr euch auch mal einfach dazu denken. Kleine Anmerkung am Rande nochmal. Nüsse und Samen enthalten auch vergleichsweise viel Protein, allerdings auch relativ viel Fett. Da muss man einfach gucken, welcher Ernährungsempfehlung man folgt und ja, ob man das so möchte und ob man das gut verträgt. So, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gebracht und auch gefallen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sage ich mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.